Ja, erstmal kann man es biologisch definieren, kann sagen, also das ist die Art und Weise, wie Menschen, die menschliche Gattung sich fortpflanzt, über männlich-weiblich, über Ei- und Samenzelle, was ja auch insgesamt, wenn man beim Thema Vermehrung eine Sonderform ist. Also in der Biologie ist halt die sexuelle Vermehrung eine Sonderform der Vermehrung, neben anderen Möglichkeiten der Vermehrung. Und aus dem heraus ergibt sich eine ganz grundsätzliche Prägung von uns Menschen, und dass wir also einem dieser beiden Geschlechter dann zugehören, wenn es nicht, sagen wir jetzt, Probleme gibt in der Entwicklung, in der Walentwicklung, wo also dann sowohl Eierstöcke wie Hoden angelegt sind, aber in der Mehrzahl der Fälle ist es ja relativ eindeutig vom Körper her. Und aus dieser Körperlichkeit heraus ergibt sich im Grunde, kann man schon fast sagen, fast alles, was einen sonst doch als Mensch ausmacht. Also du bist wesentlich geprägt durch deine Körperlichkeit und durch die Körperlichkeit als Frau oder Körperlichkeit als Mann. Und daraus ergeben sich ja dann verschiedene Bedürfnisse, die dann Frauen haben oder Männer haben. Es geben sich daraus auch verschiedene Gefühle, die mit den Bedürfnissen verbunden sind. Und es ergeben sich daraus verschiedene Formen von Beziehungen. Also die man dann aufgrund des eigenen sexuellen Status dann haben kann oder gestalten kann oder sich wünschen kann. Und daraus, weil das so prägend ist, kann man sagen, ergibt sich die Gesellschaftsform. Also je nachdem, wie diese Sexualität gelebt wird, haben wir dann auch eine Gesellschaftsform, die, wenn man es mal grob unterscheidet, entweder frauenorientiert ist, also matrilinear, oder männerorientiert ist, patriarchal. Und dann haben wir also verbunden mit diesen Gesellschaftsformen, haben wir noch die Ebene, wie dann diese Gesellschaft sozusagen gestaltet wird, politisch gestaltet wird. Und insofern ist also dann auch das Thema Sexualität immer eines, das auf der politischen Ebene Auswirkungen hat. Wir sehen das hier jetzt heutzutage mit diesem Gender-Diskurs, oder sitzt am Thema Homosexualität. Ist das ein Straftatbestand, wie es in manchen Ländern noch ist oder in Deutschland früher auch war? Oder wird es als etwas gesehen, wo sich der Staat nicht einmischen soll? Also für mich ist eben die Sexualität von daher auf ganz verschiedenen Ebenen, auf biologischen Ebenen, psychologischen Ebenen, sozialen Ebenen und dann noch politischen Ebenen etwas, was man dann sich im Einzel, im Detail dann anschauen kann. Was macht denn gesunde Sexualität aus? Schöne Sexualität. Fangen wir mal mit dem Positiven an. Naja, als erstens, ich sage ja, das ist ja auch der Untertitel von meinem Buch, auf dem Weg zu einer gesunden sexuellen Identität. Ne? Also mein gesamter Ansatz ist ja dann basiert auf dem Konzept der Identität. Also wer bin ich, was will ich, was macht mich als Mensch aus? Und für mich gehört dann die Sexualität zur Identität. Also es geht um die Frage, wie weit du deine Sexualität, dein Sein, dein So-Sein als Frau, So-Sein als Mann, mit deiner Identität so verknüpfen kannst, dass du sagst, okay, das passt für mich, da gibt es jetzt keinen Bruch, da gibt es keinen Widerspruch zwischen dem, wer ich bin, und dann habe ich noch extra meine Sexualität, und die erscheint mir dann irgendwie schwierig, kompliziert, abgespalten von mir. Also die Integration der sexuellen Entwicklung in die Identitätsentwicklung. Und damit schaue ich ja dann auch hin und sage, wo beginnt die Identitätsentwicklung? Die beginnt ja schon vorgeburtlich. Wie prägt sie sich? Und im Lebenslauf. Und von daher kann man sagen, immer dort, wo deine Identität unklar ist, ist auch deine sexuelle Identität unklar. Also es ist miteinander verknüpft. Also das kann man in dem Sinne ja gar nicht trennen, weil du bist sexuell, also jeder Mensch ist sexuell. Und die Frage ist, wie weit er diese Sexualität in seiner Identität lebt, fühlt, für sich auch die entsprechenden Beziehungen gestaltet, oder weil er eben gar nicht, im Grunde gar nicht weiß, wer er ist, ja, und vielleicht auch schon früh gezwungen worden ist, sich von sich abzuspalten, dann kann auch eine Sexualität keine gesunde Sexualität sein. Das heißt also Sexualität, die unter den Traumabedingungen steht, also dass ich traumatisiert werde, schon Beispiel ganz früh, dann kann auch meine Sexualität sich da nicht gesund entwickeln. Genau, und die jungen Leute, die dann heute zu sagen, sie haben keine Sexualität mehr. Also, wo das dann komplett verneint wird. Weder das eine noch das andere. Ja.
Eben dieses, da ist dieses, das Fehl, was man fragt, das fehlende innere Substanz, dieser Kern, ja, der fehlt. Und da, um den kreist man herum und eiert man herum und verfindet immer wieder neue Überlebensstrategien. Und da fehlt eben die Identität. Und das ist eigentlich das, was wichtig ist, damit auch die Sexualität dann zum guten Leben führen kann. Ja, und die Sexualität entwickelt sich ja auch genau, wie wir Menschen uns ja auch entwickeln. Ich meine, die Zuwendung des Kleinkindes und dann des Teenagers und dann des heranwachsenden Jugendlichen und dann auch, wenn man älter wird, ändert sich ja auch die Sexualität genau, wie wir uns ändern in jeder Altersstufe. Genau. Also die Sexualität ist wie unser gesamter Organismus etwas, was sich da mitentwickelt, was dann auch schon vorgeburtlich auch dann zu einer Festlegung kommt. Wir kommen ja schon als Junge oder Mädchen, dann werden wir dann geboren. Also deswegen ist es auch vorgeburtlich schon festgelegt, relativ, ich glaube, noch 10 Wochen oder so, oder 7 Wochen kann man das gar schon dann feststellen, wird das ein Mädchen oder ein Junge, wird genetisch festgelegt durch Gene, durch die Wirksamkeit von Genen. Und dann, ja, begleitet uns diese Entwicklung unseres Organismus mit unserer Sexualität zusammen, unser gesamtes Leben. Also wir sind sexuelle Wesen, bis wir den letzten Atemzug machen. Also ich habe jetzt heute ein Beispiel. Ich habe heute einen Fall gehabt, eine Frau aus China. Ne? Die ist jetzt aus China auch geflohen, weil sie sich aus der Umklammerung von ihrer Mama lösen wollte. Und jetzt ist sie damals geboren in der Zeit, wo in China diese Ein-Kind-Politik war. Und jetzt ist sie ein Mädchen. Jetzt war aber, ist es aber so, wenn in chinesischen Familien, ne, auch mit dem Hintergrund des Konfuzianismus, dann so der Sohn einen höheren Stellenwert hat, weil der ist ja dann wieder Träger des Namens und die Tradition der Familie geht fort, dann ist es quasi so, dass natürlich den Söhnen dann ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. Und dann ist es automatisch so, wenn eine Frau dann ein Mädchen kriegt, zur Welt bringt, dann hast du nur ein Mädchen. Ne? Haben wir schon von Haus aus eine Abwertung der Frau, also die hat es quasi nicht gebracht, einen Sohn zu gebären, eine Abwertung des Mädchens auch. Ja? Das ist eigentlich alles falsche Geschlecht. Also darunter hat sie zum Beispiel enorm gelitten. Und damit ist es klar, dass das Thema Sexualität für sie von Anfang an ja, mit Trauma verbunden ist, kannst du sagen. Mit Ablehnung verbunden ist, mit auch Gewalt verbunden ist. Und wir haben dann in dieser Arbeit auch dann die Mutter und Vater dazu genommen. Und dann hat sich auch herausgestellt, dass der Mann irgendwie einerseits völlig zurückgezogen war, aber ab und zu konnte der anscheinend ausrasten und hat dann angefangen, gewalttätig zu sein. Also das ganze System war ein Angstsystem, kein Liebessystem. Ne? Und da ist auch schon ein wichtiger Punkt zu erwähnen, Sexualität braucht Liebe als Grundlage. Also deine Frage, ne, wie kommt es zu einer gesunden sexuellen Identitätsentwicklung? Da muss Liebe da sein. Also solange da Angst da ist, solange da Gewalt da ist, dann kann sich auch die Sexualität nicht gesund entwickeln. Und zwar bei beiden Geschlechtern. Das muss man dazu sagen. Also nicht nur die Frauen, die dann unter Gewalt leiden, oder die Kinder, die unter den Gewalt der Männer leiden, sondern auch bei den Männern. Das hat man zum Beispiel bei dem Vater deutlich gesehen. Der war ja auch überhaupt nicht bei sich. Und auch im Patriarchat kann man sagen, die Männer sind eigentlich nicht jetzt diejenigen, denen es gut geht. Mir geht es auch nicht gut. Ja. Und von daher leben die auch ihre Sexualität nicht in der Art und Weise, wie man sie als Mann gut leben kann, sondern da ist ja auch die Sexualität dann vielleicht wie so ein Ventil, ja, weil es, wo man sagt, ja, den ganzen Tag muss ich mich irgendwie abschuften, muss ich irgendwie, habe ich Ärger, habe ich Stress und dann hoffe ich mir, dass die Sexualität mir so ein bisschen noch Ventil ist, um mich vielleicht zu entspannen oder abzureagieren. Das ist ja auch keine gute Voraussetzung für eine gesunde Sexualität. Nochmal, um auf die Gesellschaft zurückzukommen. Wir sind ja in einem patriarchalen System, gerade jetzt. Und die Sexualität ist ja allgegenwärtig. Ich meine, ob das jetzt Reizwäsche ist, ob das leicht bekleidete Damen ist, ob es in der Musikindustrie ist, in Unterhaltungsindustrie, generell Film, Werbung, überall Medien, Zeitungen. Teilweise auch unabhängig von Alter, ja, ob das jetzt der Schönheitsköniginnen waren, ist der kleinen Mädchen, die sich da präsentieren mit ihrer Schönheit oder ihren Talenten.
Das nimmt ja, das ist ja überhaupt kein Ende mehr in Sicht, ja. Ja, ich denke, die Sexualität hat die Menschen schon so bewegt, seit es gibt. Also da glaube ich, das ist nicht von einer spezifischen Gesellschaftsform abhängig. Aber wenn man jetzt unsere Gesellschaftsform nimmt, ja, wo also, sagen wir mal, der wesentliche Motor der Gesellschaft ist das Geld und aus Geld Geld zu machen. Also dass man Geld verdient, dass die Zahlen immer höher werden und so, Ja. dass man immer mehr sozusagen aus Geld Geld macht. Ne? Dann kann man natürlich auch sehen, dass das natürlich nahe liegt, ja, dass man so ein Urbedürfnis, das die Menschen haben, nämlich ihre Sexualität und die damit verknüpften anderen Bedürfnisse nach Liebe, nach Anerkennung, nach einem letztendlich gelungenen Leben, dass diese Urbedürfnisse dann auch entsprechend vermarktet werden. Und dass damit eben, wo auch immer, ob das jetzt in der Werbung dann die Produkte mit über die Sexualität beworben werden oder ob man dann direkt in Filmen, ja, das dann permanent zum zentralen Thema macht oder was wir ja jetzt wieder haben, aktuell haben, dieses Thema künstliche Befruchtung, Leihmutterschaft, auch da werden ja Milliardenumsätze gemacht. Und dann Pornografie natürlich, also die meisten Klicks im Internet haben Pornoseiten, also von. Und daher wird ja auch da Milliarden von Geld wird da gemacht. Und deswegen ist da auch so ein, sagen wir so, ja, es schwappt es, bordet es so über. Da gibt es, jeder versucht irgendwie, da irgendwo ein Geschäft damit zu machen. Ich weiß noch damals, als ich in der IT-Industrie gearbeitet habe, da gab es einen Witz, so nach dem Motto, die neueste IT-Technologie wird immer zuerst in der Pornoindustrie verwendet. Wir haben damals zwar gelacht, aber mittlerweile sehe ich da sehr viel Ernst dahinter. Ja. So lustig ist das gar nicht. Kommt aus dem Militär und wird als erstes in der Pornoindustrie verwendet. Das ist ein toller Ist der Zusammenhang, Markt halt oder? dann genau. Und dann tröpfelt es runter so bis ins hinterletzte Wohnzimmer. Ja, genau. Wie ist das eigentlich mit der Geschichte der Psychologie? Ja, die ist ja relativ neu und Sigmund Freud spielte ja da eine ziemlich große Rolle und seine Sicht auf die Sexualität war ja auch eine ganz spezifische. Ja, also man hat erstmal mit Patienten, Patientinnen zu tun gehabt, die so Ängste hatten, Depressionen hatten oder auch so, was er dann genannt hat, oder was man damals so genannt hat, Lähmungserscheinungen, Auffälligkeiten, Hysterie, Hysterie ist Gebärmutter, gab es dann so eine Kategorie Krankheitsdiagnose, jemand ist hysterisch, also Frauen natürlich sind hysterisch. Und da hat er ja erstmal, dadurch, dass er dann in Paris war und dort auch in Paris in Kontakt gekommen ist mit dem Thema sexuelles Trauma, sexuelle Gewalt, dann hat er gesagt, okay, jetzt weiß ich, warum die Frauen solche komischen Lähmungserscheinungen haben, Ausfallserscheinungen, Bewegungsmuster, ja, weil sie halt sexuelle Gewalt erlebt haben. Ne? Und damit ist er so mit der Freude strahlend dann von Frankreich wieder zurück nach Österreich und hat aber dann gemerkt, da reüssiert er nicht mit dieser Theorie. Das gefällt der österreichischen Gesellschaft nicht, jetzt zu sagen, hey, da sind die Frauen, die zum Freud gehen, die sind sexuell, die Opfer von sexuellem Missbrauch. Deswegen er dann seine Sexualtheorie dann verworfen hat und dann eben diese Abhandlung über die Sexualtheorie geschrieben hat, wo er dann dies mit der oralen Phase, analen Phase, genitalen Phase dann so als Entwicklungsprozess beschrieben hat und dann eben gesagt hat, es gibt einfach dann in deiner genitalen Phase, fünftes, sechstes Lebensjahr, gibt es die Wunschfantasie vom Jungen mit dem Papa, vom Jungen mit der Mama zu schlafen oder vom Mädchen mit dem Papa zu heiraten. Und dann hat er das ganze Thema sexuelle Gewalt, sexuelles Trauma in Familien hat er eigentlich auf eine Fantasieebene verlegt, also auf die Ebene, dass sich die Kinder das mehr oder minder selbst wünschen, mit den Erwachsenen sexuellen Kontakt zu haben oder die zu heiraten und so. Und damit konnte man dann immer sagen, wenn jetzt jemand kommt in die Therapie und er berichtet irgendwas so in Richtung sexuelles Missbrauch oder von zu Hause, kann man sagen, ja, das ist ganz normal. Das hat man halt in bestimmten Alter, hat man solche Fantasien und das ist ein Durchgangsstadium, bis man dann zu einer reifen Sexualität kommt, muss man nicht ernst nehmen. Ne? Und das ist natürlich eine Riesenkatastrophe gewesen. Also dass er der eingeknickt ist, man muss schon sagen, ich glaube, er wusste schon, dass das für ihn sozusagen der Versuch war,
sich vor einer sozialen Ausgrenzung zu schützen mit dem Thema. Und ich glaube, dass er da auch durchaus bis zum Schluss nicht glücklich war mit dieser anderen Sexualtheorie. Aber seine Nachfolger und so, die haben das dann bis in die 80er Jahre, haben die das durchaus so aufgegriffen und gesagt, ja, der Freud sagt, das ist alles Fantasie. Und deswegen hast du als jemand, der dann zu einem Psychoanalytiker ging und geht und dann sagt, du, ich könnte es sein, dass ich sexuelles Missbrauch erlebt habe in meiner Familie und so, dass du da kein Gehör gefunden hast. Im Gegenteil, man hat dann eher versucht, dir das zu widerlegen, dass es so ist. Und das ist natürlich das Gegenteil von Psychotherapie, weil die Psychotherapie meines Erachtens ja gerade da sein soll, um dir zu helfen, dass du die Wahrheit herausfindest über das, was mit dir geschehen ist und was da passiert ist. Ich finde es sowieso eine der Hauptaufgaben einer Psychotherapie, mir zu helfen, dass ich gerade die Wahrheit meiner frühen Kindheit herausfinde. Ja, und was passiert dann, wenn das einfach so unter den Teppich gekehrt wird, wenn dann auch im schlimmsten Fall das Opfer zum Täter gemacht wird? Ja, genau. Dann hast du genau diese Täter-Opfer-Dynamik und dann verurteilst du dich dann selber, ja. Also dass du überhaupt dran gedacht haben könntest, da wäre was und so. Und das ist eine Katastrophe. Es ist klar, dass da so ein Mensch jetzt in meinem Modell nicht aus seinen Spaltungen herauskommt, sondern zusätzliche Spaltungsebenen eingezogen werden, zusätzliche quasi innere Überlebensstrategien und damit auch innere Kämpfe dann da sind und du im Grunde dich selbst ja, beschämst, dich selbst beschuldigst und letztendlich, ja, darüber kann man auch verrückt werden. Also man wird verrückt, Ja, im Endeffekt ja. kann man sagen, ein Mensch wird verwirrt und bis hin zu verrückt werden, wenn er nicht die Wahrheit, die Wahrheit ist ja, was faktisch passiert ist, ist in dir gespeichert, in deinem Körper gespeichert. Auch wenn du es nicht bewusst erinnerst, aber es erinnert sich quasi über die Körpermuster, über deine Reaktionsmuster, erinnerst du dich daran, was da passiert ist. Und ja, und wenn du das nicht zusammenkriegst mehr, dann ja, kannst du auch nie zu deiner gesunden Identität finden. Ja, weil du gerade Körperreaktionen sagst, ist ja ganz oft heftigste Menstruationsbeschwerden weisen ja zum Beispiel auch darauf hin. Ja, ich hatte das ja auch massiv. Ich weiß noch, damals als Jugendliche, ich saß teilweise nächtelang mit Bauchkrämpfen auf der Toilette, ja, und dachte wirklich, mich zerreißt gerade auf gut Deutsch, ja. Und oder wenn man Ausfluss hat, oder ich möchte da gerade mal was vorlesen, weil du hast ja in deinem Buch hast du ja einige Punkte aufgezählt, wie zum Beispiel hier Ekzeme im Mundbereich, Blasenentzündungen, Verstopfung, Zahnfleischentzündungen, Zähneknirschen, was ja auch viele haben, ja, Halsentzündungen, Mandelentzündungen, Rücken-, Hüft- und Beinschmerzen, Impotenz, starker Nikotin- und Alkoholkonsum. Drogenkonsum, also die Liste ist hier echt endlos, ja. Ablehnung des eigenen Körpers, Promiskuität, Prostitution, Delinquenz, Verwirrtheitszustände, Angst vorm Orgasmus, Unfähigkeit zu Partnerbeziehungen, etc., etc. Ich meine, die Liste ist endlos. Und Genau. niemand würde darauf kommen, dass da vielleicht ein sexuelles Trauma dahinter steckt, im klassischen medizinischen Umfeld. So ja, wenn wir es nicht wissen, will der auch nicht dahinter, ja. Auch wenn es noch so offensichtlich ist. Ja. Also wenn es noch so offensichtlich ist, auch zum Beispiel, einige Symptome kommen ja deswegen wegen oralen Missbrauch, also wegen oraler Vergewaltigung, deswegen dieser Mundbereich und so. Und ja, und wenn dann Kinder zum Arzt gebracht werden und haben dann vielleicht hier Entzündungen, haben vielleicht sogar Mandelentzündungen und sonst was, braucht, dann knipst man die Mandeln raus. Also solche Fälle habe ich auch schon gehabt bei mir in meiner Praxis. Und ist immer die Frage, will ich es wissen, will ich es nicht wissen. Ja? Und wir haben ja leider eine Medizin, die so ganz wenig eigentlich, also der Mainstream, ne? Es gibt immer gute, tolle Ärzte auch und so. Aber der Mainstream von der Ärzteschaft, die wollen halt so Symptome behandeln, die wollen halt erfolgreich sein, dass sie sagen, jetzt habe ich ein Symptom weggebracht. Und mich interessiert da die psychische Komponente, die Beziehungskomponente, das, wie der Mensch lebt, das interessiert uns nicht. Das wird auch nicht erhoben, das wird auch nicht erfragt, ne? Sondern da wird halt auf das Symptom geguckt und guckt, kann man eine Salbe,
Haben wir ein Medikament oder haben wir vielleicht eine Operation anzubieten? Macht man halt damit sein Geschäft. Ist ja auch interessant, dass in den Psychiatrien oder in den Krankenhäusern dann ganz bei Bulimie oder Magersucht ja viel mit Vorträgen gearbeitet wird oder wie ich mich ernähre, wie ich mich verhalte und dergleichen. Das geht ja auch total am Thema vorbei. Geht total herein. Wobei wir jetzt unterscheiden, ne, zwischen der Psychiatrie, die jetzt vorwiegend als von Ärzten also geleitet wird auch und wo ärztlich sozusagen diagnostiziert wird und dann auch behandelt, und der Psychosomatik, also eigentlich einem etwas fortschrittlicheren Standpunkt, wo man sagt, okay, man muss auch die Psyche bei somatischen Auffälligkeiten berücksichtigen, aber auch das sehen wir in den psychosomatischen Kliniken, werden zum Beispiel die sogenannten Essstörungen nicht ursachenorientiert, sondern auch symptomorientiert dann angegangen. Also das heißt, ne, da hat jemand dieses Essen und Erbrechen oder die Verweigerung von Nahrung bis dahin, dass es dann auch tödlich werden kann. Und dann macht man Kochkursen und solchen Dingen. Ja. Also das ist, würde ich mal sagen, auch irgendwie so an Absurdität nicht zu überbieten. Ja, und dann auch noch den Mädchen, aber oft sind es ja Mädchen, Verhältnisse so 1 zu 10 von denen, die das Essen verweigern, Jungs und Mädchen. Und dann auch noch so was Äußerliches, die würden sich an Schlankheitsidealen orientieren und so. Und das nicht einfach noch zu durchschauen, dass man da quasi das, was da wirklich ist, versteckt halt unter einem Pseudo-Argument, ja, weil. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Es ist nur so halt nur eine auch von den Betroffenen sich ausgedachte Begründung, weil sie natürlich die wahren Gründe auch nicht sagen können und wollen. Ja. Beides. Also einerseits ist alles so verdrängt und abgespalten. Und auf der anderen Seite wollen sie es auch nicht sagen, weil sonst würden sie ja das alles auffliegen lassen, was da in der Familie läuft. Und da schonen sie dann quasi ihre Eltern auch und schützen die Mama und schützen den Papa. Ja, und manchmal waren sie einfach zu jung. Da können sie sich gar nicht mehr aktiv, bewusst daran erinnern. Genau. Wie ist das jetzt dann eigentlich nochmal bei der Begriffsdefinition? Weil ich hatte letztens gelesen, dass du nicht mehr vom sexuellen Missbrauch sprichst, sondern von der sexuellen Traumatisierung. Was ist da eigentlich der Hintergrund? Ja, weil dieser Begriff Abuse, ne, also Drug Abuse, Medication Abuse, das ist etwas, was eigentlich sinnvoll ist, gut ist, sozusagen, wird dann missbraucht und so. Und deswegen ist dieser Begriff sexueller Missbrauch jetzt nicht so glücklich. Auch sexuelle Gewalt, ne, das ist natürlich immer Gewalt, ist immer Gewalt im Spiel. Aber das Spezifische, was dabei wirklich, denke ich, wichtig ist zu wissen, ist dieses Trauma. Ist der Trauma, weil es dann zu Spaltungen führt. Also weil es dich dann, wenn du das erlebst, es spaltet dich von deinem Körper ab, es spaltet dich von deinen Erinnerungen ab, es spaltet dann deine Gefühle von deinen Bedürfnissen ab und so. Und deswegen ist für mich der Traumabegriff hier eigentlich unerlässlich. Also weil sonst, ja, auch für die Therapie, wenn du nicht weißt, dass da zig Spaltungsebenen da entstanden sind, jemand, der dieses das erlebt hat, dass es ganz verschiedene Anteile gibt. Ja. Der eine Anteil, der nach wie vor den Papa liebt, ja. Der sagt, ja, der war der Einzige, der mir überhaupt Kontakt gegeben hat. Ja. Weil meine Mama, da war nichts zu holen. Also und auf der anderen Seite aber die Anteile, die ganz, ganz schlecht geht, ja. Die nur sich übergeben können. Und so. Also, dass man das dann weiß, ja, dass es dann nicht jetzt eine Person ist, die ist jetzt missbraucht worden, aha, jetzt helfen wir dir halt dann so. Das funktioniert so nicht, weil du hast in der Person selber immer jemand, der den, oder meistens jemand, der den Täter liebt und dann auch schützt, den Schützen. Ja, und die erste Ebene, diese Gewaltebene, ist ja die in der Familie, weil die meisten sexuellen Traumatisierungen beginnen oder sind ja in der Familie oder in der näheren Verwandtschaftskreis oder vielleicht auch mal Nachbar, ja. Ja, wobei man auch dieses Thema Gewalt, ne, da ist, natürlich muss immer jemand Gewalt anwenden, um dich zu was zu zwingen, was du gar nicht willst. Ja. Aber da muss man auch sehen, das ist nicht nur körperliche Gewalt, das ist auch psychische Gewalt. Also jemand zu verführen, ja, ihm irgendwie erst schön zu reden, ja, du bist ja ganz der Einzige, den ich
der für mich wichtig ist und ich bin für dich ja auch so wichtig dann, dass man jemand so einlullt letztendlich, dass der dann scheinbar freiwillig, das ist ja immer das Thema bei psychischer Gewalt, jemand anders zu manipulieren, jemand anders zu konditionieren, also ihn jemand auch daran zu gewöhnen, dass er das, was er vielleicht am Anfang, das will ich aber nicht. Und dann, aber macht man das häufiger und plötzlich erscheint es normal, das wäre das ganz normal, sodass man dann also jemand da so sozusagen hier so manipuliert, dass er am Schluss denkt, das, was er da tut, was er jetzt ihm nicht gut tut, ja, und gegen sein Bedürfnis, als wäre es das eigene Bedürfnis. Das ist ja die, sagen wir, die hohe Kunst der Manipulation, dass du Menschen etwas, was sie eigentlich nicht wollen, was ihnen nicht gut tut, was ihnen schadet, dass du ihnen das so nahe bringst, dass sie am Schluss sagen, ja, das mache ich jetzt freiwillig. Ja. Also ich gehe dann auf so Geschichten, die dann, wo das Kind dann so fast schon automatisiert, freiwillig, der Papa schläft sein Mittagsschläfchen. Ja, jetzt gehe ich zum Papa zum Mittagsschläfchen. Ja. Ja, das geht das Kind hin und dann, wenn das Ganze dann passiert, wo dann die ekligen Sachen passieren, auch die Sachen, die wehtun, die schmerzhaft sind, und dann sozusagen wird das andere Kind abgespalten, ja, das ist jetzt so da, der liebe Papa, und dann muss ein anderer Anteil, der muss das dann ertragen, der wird dann hinterher wieder auch wieder abgespalten und so, und dadurch entsteht ein inneres Chaos. Also das kann man immer feststellen. Ich habe heute auch zum Beispiel lange eine Mail gekriegt von jemandem, die sich an mich gewandt hat und ihr Lebensgeschichte. Also, wenn ich sowas schon sehe, weiß ich schon ganz genau, was da alles zusammenkommt, ja, an Lebensgeschichte, und dass da auch immer das Thema sexuelles Trauma mit dabei ist, weil sonst dieses total Verwirrte, ja, wo sich jemand dann nicht auskennt. Und wo man dann auch sehen kann in den Biografien, in seinem weiteren Leben tappt er von einem Fettnäpfchen ins andere. Der wird teilweise kein Fettnäpfchen ausgelassen, was da rumsteht. Aufgrund dieses inneren Chaos, das so ein sexuelles Trauma erzeugt. Ich möchte noch mal beim Kleinkind bleiben. Wie ist das eigentlich mit Genitalbeschneidungen? Das hat ja seinen guten Grund, dass es diese Vorhaut gibt. Ne? Das ist ja auch ein Ja. Schutz für die Eichel. Das lässt ja auch dann die Eichel sensibel sein. Wenn die immer freigelegt ist, dann wird die ja unsensibel, weil die ja immer gereizt wird. Und von der Psychologie so etwas, ein Dauerreiz, führt zur Abstumpfung. Ja? Und deswegen beklagen sich auch Männer, die mit Vorhautbeschneidungen, dass sie beim Sex nicht mehr das spüren oder nicht mehr die Empfindlichkeit spüren. Ja. Also von daher ist es schon aus dem Grund heraus, soll man sowas machen? Und da werden dann zwar Hygienegründe davor geschoben oder irgendwelche religiöse Notwendigkeiten, aber das sind ja alles nur Rationalisierungen von etwas, wo man, ja, im Endeffekt kann man schon sagen, das hat sowas Feindseliges. Was Feindseliges gegenüber dem Thema sexuelle Lust, und es hat auch was, ja, was so Täterhaftes, was einfach, ja, auch das Kind letztendlich schon lange bestraft. Ja. So eine Bestrafung und sagt, ja, ich als Erwachsener oder wir, die Erwachsenen, wir können über euch Kinder verfügen, wie wir wollen. Und ihr habt da gar kein nichts mitzureden. Und ja, dann vielleicht kriegen die dann ab und zu noch gleich Geschenke, weil man so eine kleine Feier darum macht. Aber für die Jungs, da habe ich jetzt auch Beispiele, ist das nur furchtbar, ist das nur grausam. Und das führt dann auch zu einer Spaltung. Ja, aber du hast ja in diversen Kulturen und Ländern ja dann nur traumatisierte Menschen in dem Staat, weil die Jungs werden beschnitten und die Mädchen werden genital verstümmelt. Ja, genau. Also Menschen lassen nichts aus, um sich selber Gewalt anzutun. Ne? Und deswegen kann man sagen, die Menschheit hat noch Luft nach oben, ja, in der Entwicklung von wirklichem Menschsein. Ne? Da gibt es noch Luft nach oben, in dem Sinne, dass wir endlich mal uns ja, so dorthin entwickeln, wo wir sagen, wir gehen jetzt gut miteinander um. Ja? Wir tun uns gegenseitig keine Gewalt an und wir tun uns auch selber keine Gewalt an. Also da ist noch einiges zu tun und ich denke auch einiges aufzuklären, ja, was im Sinne von dem,
Warum lebe ich überhaupt? Und was ist mein Sinn und Zweck meines Daseins? Und soll das, ich will nicht, dass mein ganzes Leben aus einer Ansammlung von Gewalt und Trauma besteht. Ja, Ich will es, ich aber will wir es. produzieren ja fleißig weiter. Also ich Ja, meine, ja. die Schubladen werden immer schlimmer. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Partnerschaften, wenn ich dran denke, da wird dann in Swingerclubs gegangen, da wird Bondage, ich weiß nicht, ob ich alles weiß, kenne, Sadomasochismus benutzt, da geht man in Tantra, das ist ja noch eine harmlosere Version. Da gibt es ja Praktiken in den Ehebetten und außerhalb der Ehebetten. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ja, und glaube ich, müssen wir so ein bisschen auf die Grundlage auch kommen. Ne? Und die Grundlage ist, das ist die Liebe. Also in puncto Sexualität ist eigentlich das, wenn du eine Sexualität lebst für dich selber und mit anderen, dass es auf der Basis nur dann gut geht, wenn es auf der Basis von Liebe geht. Ja? Also wenn du dich selbst liebst, deinen Körper liebst, du dir selber keinen Schmerz zufügen willst, dem anderen auch keinen Schmerz zufügen willst, sondern eben Lust haben willst, Freude haben willst, Vergnügen da haben willst und dass es dir wirklich dann auch körperlich gut geht, nicht nur so eine Entladung über den Orgasmus, sondern eben insgesamt ein schönes Event ist eine sexuelle Begegnung. Und da hat es eben, brauchst du Liebe dafür. Ja? Und bei vielen Menschen ist leider das Thema Liebe verknüpft mit dem Thema Schmerz. Liebe ist Schmerz. Wenn ich liebe, dann ist das mit Schmerz verbunden. Und das ist halt leider so in dieser Mutter-Kind-Beziehung, ne, dass wenn das Kind nicht geliebt wird, wenn es von seiner Mutter abgelehnt wird, dann ist es ein riesen Schmerz. Also dem Kind tut es total weh, das zerreißt ihm sein Herz. Ja. Und dann wird als Konsequenz quasi gesagt, okay, damit ich diesen Schmerz meiden kann, darf ich nicht mehr lieben. Oder bekommt die Liebe quasi nicht mehr Raum in mir. Ja? Und dann trenne ich das, was ich tue, was eigentlich mit Liebe verbunden sein muss, damit es gut geht, trenne ich das so ab und dann funktioniere ich. Und dann wird auch die Sexualität etwas, was funktional wird und ohne Liebe geht. Weil wenn ich Liebe im Spiel wäre, dann könnte ich auch hier wieder zurückgewiesen werden, kann ich verletzt werden. Und so kommt es dazu, dass die Koppelung von Sexualität, Gewalt und Schmerz plötzlich etwas ist, was als normal erscheint, wo man gar nicht denkt, es könnte anders sein. Und man dann eben auch Angst noch dazu, ja, und dann denkt man, steigert das sexuelle Vergnügen, wenn man die Angst steigert, wenn man den Schmerz steigert und wenn man die Gewalt dann steigert. Also deswegen sind da so viele Menschen auf dem falschen Dampfer, was ihre Sexualität anbelangt, weil sie in Bezug auf die Liebe diesen Dämpfer bekommen haben, dass sie sich eben nicht geliebt fühlen und deswegen auch auf die Liebe nicht mehr vertrauen. Wie ist das in Partnerschaften, wo die Liebe vielleicht da war oder zumindest eine Sexualität, eine gute, und auf einmal ist sie dann weg? Dann verweigert sich vielleicht der Mann oder, weil es geht, passiert ja auch, oder die Frau verweigert sich. Ja, da muss man auch eins nochmal sehen, dieses Lust auf jemanden zu haben, auf einen anderen. Nicht? Das ist schon, hat was mit einem bestimmten Zustand zu tun, auch mit einem bestimmten hormonellen Zustand, den man ist und den man dann so als Verliebtheit bezeichnet. Also wenn man verliebt ist, ist dann die Bereitschaft da, auch Sex zu haben mit dem anderen und so. Das ist von der Natur aus so eingerichtet. Ja? Und dieser Zustand des Verliebtseins, der kommt immer wieder periodisch. Und der kann während der Periode in der Frau der da sein, wo eine bestimmte Empfängnisbereitschaft da ist und man dann vielleicht eher auch sich verlieben kann oder auch bei Männern auch so immer wieder so im Frühjahr und so und je nach Stimmung, vielleicht mit Alkohol verbunden. Also dieser Sonderzustand des Verliebtseins, der die Paarungsbereitschaft auch herstellt, ist nicht dauerhaft. Also das muss man sich einfach klar eingestehen. Ne? Das ist vorübergehend und dann bindest du dich vielleicht aus dieser Verliebtheit heraus, dann entstehen Kinder daraus und das ist irgendwann vorbei. Und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Also wenn der andere, weil du nicht mehr so verliebt bist in den, ihn nicht mehr so idealisierst, ihn nicht mehr so durch die rosa-rote Brille siehst,
wie gehst du damit um, wenn du dann quasi ernüchtert bist? Den anderen nüchtern siehst als ein Mensch, der halt so seine Vor- und Nachteile hat und seine Macken und seine Vorzüge, aber ja, aber jetzt auch nicht unbedingt der Einzige ist, der dir gefällt. Also das ist dann schon die Frage, wie man mit so einer Situation umgeht, auch langfristig in Partnerschaften. Vor allem dann, wenn da Kinder da sind, ne, wo auch dann Frauen eher sich dann auf die Kinder konzentrieren müssen, auch für die Kinder da sein wollen und der Mann nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Und die Männer sich dann vielleicht auch zurückgesetzt fühlen. Und die Frau verändert ja, ich meine, für uns Männer ist natürlich immer das Äußere, die äußere Attraktivität, wie schaut die aus, das Gesicht, die Figur, die Brust, der Hintern und so. Nicht, das ist ja für Männer die Keys für das Wachrufen von sexuellen Impulsen, Hormonen, dass die Hormone dann sich entsprechend ausschütten im Körper. Und ja, wie gehst du auch damit um, wenn dein Partner so seine körperliche Attraktivität verliert, wenn er älter wird, wenn er faltig wird, ja. Und so, also das ist schon dann so eine, für jeden Menschen muss man sich immer wieder Entscheidungen treffen. Mache ich dem weiter, wo ich bin? Oder denke ich mir, entgeht furchtbar was in meinem Leben, wenn ich mir jetzt weiter mit dem Menschen zusammenbleibe? Ich trenne mich wieder, ich suche mir jemanden neuen, was ja dann, sagen wir, für die Männer ein bisschen leichter ist wie die Frauen, weil den Frauen, wenn die dann sich immer um die Kinder die kümmern müssen, na, für die Kinder da sein, kann sich ein Mann eher mal so mal aus dem Staub machen und sich eine neue Frau suchen, aber die Frauen bleiben dann zurück mit den Kindern. Also in einer patriarchalen Gesellschaft, sagt man. Und deswegen ist immer die Frage, wie gut ist eigentlich diese patriarchale Gesellschaftsordnung wirklich? Ich kann mich auch an eine Arbeit erinnern, da hatte ein Mann auch Probleme mit seiner Freundin zu schlafen. Und dann stellte sich in der Arbeit raus, er hat sie verwechselt mit seiner Mutter. Und mit seiner Mutter möchte man natürlich nicht schlafen, ja. Liegt sowieso Aber. nahe, dass wir Männer uns auch unsere Partnerinnen so auch nach dem Muster aussuchen, so sind sie ähnlich mit der Mama oder sind sie genau das Gegenteil von der Mama und damit auch wieder ähnlich zu ihr. Aber ich Ne? glaube, wir Frauen machen das auch mit den Männern. Ja, ich glaube auch der Papa, gell, und Papa-Figur und so, die ideale Papa oder die ideale Mama, ne, die man im Partner dann sucht. Und ja, da müsste es eigentlich immer so schon viel, sagen wir mal, viel Arbeit an sich selber gegeben haben, so eine Stabilität und Reife und Klarheit, um dann nicht auch in solche Fallen hineinzutappen. Ja, das stimmt. Wobei mir das eben auch jetzt so nochmal so bewusst geworden ist, weil ich arbeite ja mit Menschen schon längere Zeit so, und dann kann man sehen, dieses Ausmaß, ja, in dem wir so frühe Traumatisierung erleiden, wo wir einfach aufgrund dessen, dass wir so vernachlässigt werden, so wenig guten Körperkontakt bekommen, so oft alleine gelassen werden und so, dass da eigentlich statt so einem festen Kern, einem festen Identitätskern, der so auch standhält, der auch so, sagen wir, den Stürmen des Lebens so auch widerstehen kann, da ist eigentlich ein großes schwarzes Loch, ne? Wo man immer wieder die Angst hat, in dieses schwarze Loch hineinzufallen, sobald man innerlich was aufmacht und sich mit sich selber sozusagen eingesteht, oh, da ist ja jede Menge unverdaute Gefühle, Wut und Angst und Schmerz da und dann lieber nicht und dann wieder nach außen geht, ja, und damit aber erst recht nicht irgendwas tut, um dieses innere Loch aufzufüllen, ne? Also für mich ist es mittlerweile jetzt auch so klarer geworden, dass diese Arbeit, die wir machen, die du ja auch machst, eigentlich sowas ist, dieses schwarze Loch, das in vielen von uns ist, endlich mal zuzuschütten und dass da was wächst, was Substanz hat, was auch nicht beim kleinsten Windhauch schon dann in den Stress kommt und dann sich, ja, sich hilflos wieder fühlt. Ne? Also das ist mir neulich mal auch gekommen, so ein Gespräch, wo dann zum Beispiel diese Jäger- und Sammlerkultur, ne, also als Thema, dass die Frauen so alle 4 Jahre Kinder bekommen haben. Und diese 4 Jahre aber haben sie diesem Kind alles gegeben, was das Kind an Entwicklungszeit braucht und Mama-Kontakt braucht. Und die werden auch immer noch gestillt und so. Und dann noch 4 Jahren und so sind die dann so robust, kann man sagen. Und haben sie so auch so eine innere Stabilität, so eine psychische Stabilität, dass sie dann auch keine Mama mehr brauchen. Bei uns kannst du feststellen, dieses Ich brauche eine Mama ist dann mit 80 Jahren noch nicht vorbei.
Ja, Davon. weil du nie eine hattest oder weil du nie in diesem Ausmaß eine Mama hattest, die dir diesen festen inneren Kern gibt, wo du dann in dir selbst den Halt hast. Die meisten Menschen, so in unseren Gesellschaften, die Gesellschaft, die ich kenne, jetzt auch die Frau aus China, eins zu eins gleiche wie hier, das ist gar nicht groß unterschiedlich. Die meisten Gesellschaften, die schaffen das nicht, ihren Kindern diesen festen inneren Halt zu geben, aus dem heraus die Kinder bombenfest später im Leben stehen. Manchmal habe ich das Gefühl, vielleicht ist es gemein, dass ich das sage, dass das sogar institutionalisiert wird. So, weil wenn ich mir die Kirche anschaue, dann frage ich mich bei den ganzen Missbrauchsskandalen, ich meine, allein die Insel Irland ist ja ein einziger Missbrauchsskandal, da wird nichts gemacht. Ja, auch wenn ich mir die Rechtsprechung anschaue, da wird ein bisschen fadenscheinig drüber gewischt, aber auch bei den Papieren von der Bundesregierung hier im Familienministerium, wenn man tiefer reinschaut, kommt eigentlich wirklich nichts Substanzielles. Ich habe tatsächlich einmal eine E-Mail hingeschrieben, habe auf die IPT hingewiesen und da hieß es nur lapidar in der Antwort, ja, wir haben die geeigneten Therapeuten und das passt schon so ungefähr und Methoden. Und da frage ich mich manchmal, wollen wir überhaupt gesunde Kinder? Ist das überhaupt gewünscht? Gut, die Frage ist, ob das wir und gibt es überhaupt so ein Wir? Ne? Oder gibt es nicht so eher einen, sagen wir, losen Haufen von Menschen, die halt irgendwie sich durch ein äußeres System zusammenhalten lassen, also jetzt zum Beispiel über das Geld und so, ja, miteinander verbunden sind, aber nicht innerlich miteinander verbunden sind, nicht wirklich, ja. Und vielleicht müssen wir erstmal auch nochmal das mit den Tätern nochmal beleuchten. Also wer macht denn das, dass er sich an Kindern vergreift und von Kindern sozusagen was mit den Kindern was macht? Es ist ja auch jemand, der hohl ist, der ein Riesendefizit hat, der ein Riesenliebesdefizit hat, ja. Und der dann sich irgendwie von einem Kind jetzt einen Körperkontakt holen will, den er von seiner Mama nicht bekommen hat, ja. Und deswegen, ja, also auch die Täter sind ja eigentlich Kinder geblieben, und deswegen haben die auch kein Verantwortungsgefühl und haben auch kein Bewusstsein davon, was es heißt, welchen Schaden sie anrichten. Das ist ihnen gar nicht klar, weil sie den Schaden bei sich selbst nicht wahrnehmen und realisieren. Und das gilt ja generell, ne? Dann realisiere auch nicht, wenn ich selber meine Beschädigung nicht realisiere, dann verstehe ich auch gar nicht, wie viel Schaden ich bei jemand anders anrichte durch das, was ich mache. Also auch da wieder Luft nach oben. Es gibt so viel aufzuklären erstmal, weißt du? Bevor wir denken, naja, das ist doch selbstverständlich und so. Nein, nichts Nein. ist selbstverständlich. Bei uns Menschen, sage ich mittlerweile, wenn ich mir die Welt anschaue, auch die jetzige Situation, wo du denkst, das ist doch selbstverständlich, da muss doch jeder drauf kommen, da stimmt doch was. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Also, und weil eben bei so vielen die Substanz fehlt, der innere Kern, dieser psychische Kern, ja? Und wo man eben auch sieht, dass die Menschen sich, weil sie haben Angst davor, auch sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen sind sie eher im Außen, beim Besitz, beim irgendwelchen Schein erzeugen, der materiellen Dingen, wo sie dann auch glauben, dass die Medizin ihnen dann irgendwie hilft, wenn sie ihnen irgendwas Substanzen gibt oder so. Und das ist alles eine Illusion und das funktioniert nicht. Also ich bin mittlerweile total davon überzeugt, dass der einzige Heilsweg für uns Menschen insgesamt ist ein innerer, und zwar nicht ein irgendwie spiritueller, ja, der auch wieder, sondern ein wirklich dieses, eine Substanz bilden über die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und wenn ich traumatisierte Erfahrungen, dass ich diese ganzen Anteile, die versprengt sind, wieder einsammle und dann darüber zu einem, sage ich mal, kernigen Menschen werde, den dann auch so leicht nichts von außen da umhauen kann und der aber auch seinerseits andere Menschen nicht beschädigt. Ist es noch möglich, wenn man so schlimm traumatisiert worden ist, dass eigentlich Selbstmord fast schon der einzige Ausweg ist? Ich rede jetzt hier von rituellem Missbrauch oder Satanismus oder diese Sachen, ja. Ja, ich arbeite mit einem Mann im Moment, der macht wunderbare Fortschritte. Jedes Mal, wenn er, ich arbeite mit dem Einzelnen auch, jedes Mal, wenn der eine Arbeit für sich gemacht hat, geht es wieder
voran. Ja, und das ist so klasse, mit ihm auch zu arbeiten, weil er ja, sich auch dazu entschieden hat, dass er sich wichtig nimmt, dass es für ihn wichtig ist. Also ich würde mal sagen, jeden, der will, können wir mit meiner Methode helfen, auszusteigen aus diesen destruktiven Prozessen, die ihm ja aufgezwungen worden sind, die dann aber später zu einem selbstdestruktiven Prozess werden. Wir können jedem Menschen da dazu verhelfen, dass er sich selbst liebt, gut mit sich selbst umgeht, sich wirklich dann letztendlich als die wichtigste Person erlebt, die es überhaupt gibt in seinem Leben. Hast du da auch ein paar Beispiele von Kriegserlebnissen in dem Bereich? Ja, also Leute, die dann selber den Krieg noch erlebt haben, meinst du? Ja, so einer, der zum Beispiel mit seiner Mama dann im Bombenkeller sitzen musste und der natürlich dann später auch Herzprobleme und Übererregungszustände entwickelt hat und so aus diesem Terror heraus, den er erlebt hat. Ja, also auch hier ja, gibt's ja mit Verfolgen von Juden, wenn der, also da habe ich alle möglichen also Fallbeispiele auch und ich meine, es gibt jetzt immer weniger, die sterben jetzt hier langsam. Aber klar, auch da im Grunde, jeder Krieg braucht eigentlich, jeder Krieg ist Trauma, ne? Traumatisiert die Menschen massenweise und da ist der Krieg nicht vorbei, wenn der Friedensvertrag unterschrieben ist, sondern da geht es erst richtig los. Psychologisch gesehen wird es eigentlich richtig losgehen. Das eigentlich fällt mir gerade ein mit Gesellschaften, wenn dann aus Flüchtlingen kommen, aus diesen Kriegsgebieten, die ja auch teilweise massiv sexuell traumatisiert worden sind, ja. Oder letztens habe ich gehört von jemandem, die erzählt hatte, dass ein Mann, dessen Schwester, sie hat sich selbst verbrannt, weil sie den Taliban hätte ausgeliefert werden sollen mit 20 Jahren. Und das wollte sie nicht. Und dann hat sie Selbstmord begangen, auf diese Art und Weise. Ja, grausam. Das ist einfach furchtbar. Und was mir dazu einfällt, ist halt klar, jeder, ich meine, die Leute sind dann ja teilweise dann auch nicht in der Lage, sich so Therapien selbst zu finanzieren. Die sind ja wieder angewiesen auf, oder sie landen halt dann eher in der Psychiatrie, ja, und werden dann mit den Medikamenten abgespeist. Gibt gewisse Ansätze, wo man auch dann Traumatherapie anbietet, aber viel zu wenig. Und ja, und damit hat man halt wieder so dieses jedes nicht bewältigte Trauma. Jetzt kommt eine junge Frau hierher, die hat auf der Flucht die schlimmsten Erfahrungen gemacht. Dann wird sie hier schwanger, bekommt Kinder. Ist klar, dann wird das Trauma in die nächste Generation weitergegeben. Auch das ist ja was, was wir gerade beim sexuellen Trauma beobachten können. Dass wenn eine Mutter sexuell traumatisiert worden ist, dann kann sich in ihrer Familie ein sexueller Missbrauch zwischen ihrem Mann und ihrer Tochter vor ihren Augen abspielen und die sieht das nicht. Die kriegt das so, die kriegt das bewusst gar nicht mit oder die blendet es sofort aus, die hat es so gut gelernt, das auszublenden und zu verdrängen. Und deswegen ist das sexuelle Trauma auch eines, das sich von Generation zu Generation fortpflanzt, wenn nicht irgendeiner dann mal endlich sagt, stopp, halt, aufhören. Bevor ich jetzt wieder Kinder kriege, muss ich das Thema erst einmal für mich klären. Sonst gebe ich es, unweigerlich gebe ich es dann an mein Kind weiter. Ich bin übrigens da das beste Beispiel, geht bei mir auch durch Generationen durch, das sexuelle Trauma, ja. Bis ich gesagt habe, bei mir ist Stopp und nicht mehr weiter. Wie ist es aber, wenn ich das gar nicht, wenn ich denke, eigentlich bei mir ist alles in Ordnung? Ich habe vielleicht zwar ein paar, naja, sexuelle Themen, aber eigentlich bin ich ja glücklich, wenn ich keinen Sex habe oder was für Themen es auch trotzdem geht. Und eigentlich möchte ich mir das gar nicht anschauen oder ich sage, nee, bei mir ist ja alles in Ordnung. Ist erstmal verständlich, weil sich das anzuschauen, was da hochkommt, wenn man den Teppich lüftet, ja, also das ist schon enorm und da brauchst schon auch so mal eine gute Begleitung. Also zu der du Vertrauen hast, wo du auch sagst, okay, da verspreche ich mir jetzt was davon. Die Person, die hilft mir, die ist auch da, weil wenn mir meine eigenen Ressourcen noch fehlen, dann habe ich dann jemanden, wo ich mich darauf verlassen kann, der mich da begleitet, unterstützt, der mir auch Mut macht, da dran zu bleiben bei dem Thema, der mich auf der anderen Seite auch nicht überfordert, der mich jetzt nicht zwingt, quasi
von 0 auf 100 die Hosen runterzulassen und alles dann, dass alles hochkommt. Also da braucht es schon auch eine gutes Umfeld oder auch eine Gruppe. Also deswegen glaube ich, ist auch bei mir die Arbeit recht erfolgreich, weil ich Gruppen habe, die auch so eine gewisse Stabilität haben und innerhalb so einer stabilen Gruppe kontinuierlich kommt die einmal im Monat, dann merkt man, da haben die meisten so viel Vertrauen dann, dass sie auch das Thema sexuelles Trauma nicht mehr ausklammern. Auch sie, auch die anderen haben ja das Thema und wir können uns da gegenseitig unterstützen. Also da ist auch gerade das wichtig, weil du hast es ja erlebt, in der Regel so im dunklen Kämmerchen oder irgendwo, und dann bist allein gewesen, warst isoliert, hattest niemand, mit dem du dann darüber reden konntest. Und da jetzt zu wissen, okay, da gibt es wieder eine soziale Situation, da gibt es eine Gruppe, da gibt es andere Menschen, da kann ich mich zeigen, wie ich bin. Da kann ich auch meine Emotionen, meine Gefühle dann zeigen, die ich sonst unterdrücke. Und deswegen ist für mich also diese Gruppe hat eine unheimliche heilende Kraft. Ja, auch zum ersten Mal auch bewusst geworden, wie allgegenwärtig und global dieses Thema ist. So durch sämtliche Gesellschaftsschichten und also es ist ja, das ist, du hattest das letzte Mal ja auch gesagt, das ist die wirkliche Pandemie. Das ist absolut. Also ich glaube, dass es gar nichts Schlimmeres geben kann, auch in den ganzen Gesellschaften, als das, nicht diese ganzen sexuellen Übergriffe auf Kinder. Und wenn man sich dem stellen würde, ja, also wirklich öffnen würde, da hätte es einiges zu tun. Und vor allen Dingen, dann gibt es auch eine Zukunftsperspektive, so wie du auch sagst. Das muss aufhören, das sollte unterbrochen werden. Ja. Dann hat man auch. Das ist auch im Sinne von Schaffen von guter Gesellschaft, von guten Gesellschaften. Es ist unabdingbar, dass man sich diesen Themen stellt. Das ist der beste Umweltschutz. Das Auch. ist der beste Innenweltschutz, Und ja. Also innen. Beziehungsschutz, das ist der ganze Krampf mit dieser. Man sucht dann was in der Prostitution, man sucht was in der Pornografie oder man sucht dann was in solchen absolut statistischen oder masochistischen Beziehungen, was einen nie befriedigt, ja? Was Ja. einen wirklich nie diese innere Zufriedenheit geben kann. Endlich mal zu wissen, was wirklich Liebe bedeutet und wirklich Beziehung und ein wirklich schönes Miteinander. Ja, schönes Miteinander. Ja. Und dann sinkt auch ja, der schnelle Sex, den ich jetzt haben müsste, oder irgendwie die Orgasmusentladung, wo du dich hinterher dann vielleicht auch oft dann schmutzig fühlst, dann schal fühlst und nicht so, das ein ganz anderes Lebensgefühl. Wunderbar. Vielen Dank, Franz. Gerne, spannend, wo wir reingekommen sind bei diesem Riesenthema.